kleine grüne Hölle, kleiner grüner Himmel. Seit Januar 1980 wohnen Susanna und ich in Mannheim-Wallstadt. Damals schon war unser Bewusstsein von hoher ökologischer Aufmerksamkeit geprägt. In meiner Forschung und Lehre an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Bundeswehrverwaltung, spielten Themen unter der Überschrift Soziologie der ökologischen Krise eine große Rolle. Seminare, Tagungen, Diplomarbeiten, spezielle Exkursionen und vieles mehr. Und selbstverständlich auch in unserem Verhalten. Wir hatten immer nur ein Auto, obwohl wir zwei gebraucht hätten. 30 Jahre lang bin ich mit dem Fahrrad zur Hochschule in Neuostheim gefahren, bei jedem Wetter, bei Regen sowieso, bei Eis und Schnee auch. Unseren Garten haben wir von Beginn an vielfältig gestaltet. Immer im Hinterkopf die Frage, wie wir Vögeln, Insekten und anderen willkommenen Begleitern das Leben erleichtern können und möglichst Böden nicht versiegeln oder mit Edelschotter schänden. Natürlich wären wir nie auf die Idee gekommen, mit Gift gegen Wildkräuter vorzugehen, wie es bis heute in Gärten und auf Wegen noch verbreitet ist. Unter vielen Kräutern, Stauden und anderen Gewächsen, die uns die Vögel oder der Wind gesät haben, begrüße ich auch ein schönes Feld Brennnessel. Die ersten 3-4 Jahre etwa war ein Viertel unseres Gartens noch mit Rasen bedeckt, den ich mit einem mechanischen Rasenmäher mähte. Bald jedoch wurde uns klar, wie steril Rasen ist, und haben ihn abgeschafft, wie auch die ebenso sterile Forsythie. Ein junger Gärtner, Armin Stephan, hat uns diesen Teil des Gartens mit langjährigen Stauden bepflanzt. Er befand sich damals noch in der Ausbildung und ist bis heute der Gärtner unseres Vertrauens, zusammen mit seinen guten Mitarbeitern. Die hohen Gewächse zur Wetterseite hin hatte ich aber schon selbst gepflanzt. Flieder, Goldregen, Eibe, wilde Rose, Weißdorn, Glycinie, Feuerdorn, Jasmin, Holunder, Lebensbäume und viele mehr. Ein wenig stolz sind wir, dass wir keine unserer Bäume und Bäumchen für unseren Garten gekauft haben. Einige wurden mir im Zusammenhang mit meinen Auftritten geschenkt, andere erhielten wir als Ableger aus Gärten von Freunden und Bekannten. So auch die beiden Riesen vor unserem Haus. Ein Verwandter hat sie uns in den 80er Jahren verehrt. Er hatte sie auf dem Friedhof aus einem Mülleimer gerettet, wohin sie entsorgt wurden, nachdem ein Grab abgeräumt worden war. Sie waren gerade mal 80 Zentimeter hoch, jetzt sind sie schon seit Jahren große Refugien für Vögel. Der Schwöbelblock am Samstag, 15. Juni 2024.